Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Duckmobil. Wir sind diesmal mal wieder kurz über die Grenze gehüpft, nicht weit weg von Venlo, ca. 10 Kilometer, und stehen heute und dieses Wochenende in Grubenforst. Grubenforst liegt an der Maas. Wie ihr schon seht, haben wir hier natürlich wieder, wir sind über die Grenze in die Niederlande und nicht am Niederrhein, wir haben den Sonnenschein. Wie immer, wenn wir in den Niederlanden sind, haben wir Sonnenschein, und wenn wir zurück an den Niederrhein fahren, haben wir Regen, wie immer. Wir stehen hier auf dem Camperplatz Kompass, nicht weit vom Zentrum entfernt, sind ca. 1,5 Kilometer hinten schön am Waldrand gelegen. Wir haben hier sehr landwirtschaftliches Gebiet mit sehr viel Blumenanbau und Viehzucht. Da gibt es wunderschöne Thementouren. Wir haben die Blaubeerroute. Grubenforst ist bekannt als Spargeldorf. Hier gibt es im Mai einen Spargelwettbewerb, also Spargelschälwettbewerb. Wir haben die Rosenroute. Der Nachbarort in die Richtung ist Lotum, bekannt für seine Rosenzuchtgebiet. Ihr fahrt hier wunderbar durch Rosenfelder, wenn sie blühen. Ihr könnt hier wunderschön spazieren gehen durch die Pinienwälder, Fahrradfahren. Knotenpunkte haben wir ja eh in den ganzen Niederlanden. Und ansonsten hier um den alten Ortskern drumherum gibt es verschiedene Lokale. Wir haben Cafés, wir haben einen Eissalon und andere. Ja, und nicht weit entfernt haben wir die Maas. Es gibt eine Fähre rüber. Ihr könnt, die Aken ist auf der anderen Seite drüber setzen. Ihr könnt ja jede Menge unternehmen. Und zu dem Camperplatz Kompass, auf dem wir stehen, das wollte ich eigentlich sagen, haben wir euch natürlich, so wie ihr es von uns kennt, ein separates Stellplatzvideo erstellt. So, jetzt habe ich für den Anfang genug gesabbelt. Guckt mal, wie schön Grubenforst und die Umgebung hier der Gemeinde Horst ist. Kommt mit, wir zeigen euch mal wieder, was es zu entdecken gibt. Kommt! Hey, sind wir wieder unterwegs. Guten Morgen, so mögen wir das. Alfred hat um 8 Uhr schon auf dem Platz gestanden und mit anderen, mit unseren Nachbarn gefachsimpelt. Ey, das ist ja fast wie im Sommer. Wir sind hier richtig happy. Ohne Mütze, dünner Schal, keine Handschuhe, Frühlingsgefühle. Vorsichtshalber noch, wir haben glaube ich jetzt 6 Grad oder so, aber die Sonne scheint. Und um 7 wurde ich vom Sonnenaufgang geweckt. Das ist ja eine Sache, die kennt man gar nicht mehr. Also wirklich super. So. Wir sind jetzt gestartet zu einer Fahrradtour, wollen mal gucken, was es hier rund um den Camperplatz Kompass zu sehen gibt. Und wie ihr uns kennt, machen wir euch natürlich dazu wieder ein separates, ausführliches Stellplatzvideo. Direkt in ein paar hundert Meter Entfernung habt ihr dir diesen schönen Spielplatz, der wohl auch als Attraktion hier für Grubenforst gilt, bei Horst. Da ist es jetzt morgens, was haben wir, keine 10 Uhr, schon gut besucht. Und guck mal mit dem alten Schiff da, mit dem Boot, das ist ja mal cool. Ja, da also, ist ein Boden, da ist ein Schiff. Da ist ein Glas, also der ist richtig gut, der Spielplatz. Also wenn ihr auf dem Camperplatz steht, könnt ihr hier echt mit euren Kindern den ganzen Tag verbringen. Oh, ich muss mal auf Seite fahren, vorne kommt ein Auto. Jetzt ist es an der anderen Seite. Genau. Also nochmal zurück zu dem Thema, was wir heute vorhaben. Wir haben uns hier mit Freunden am Wochenende getroffen und wollen jetzt ein bisschen Fahrrad fahren. Mal nach Grubenforst und Horst. Die Fahrt durch die Wälder und Felder genießen und gleich auch nochmal runter zum Maas. Wir lassen uns treiben. Heute Nachmittag wollen wir grillen. Also das klingt nach einem richtig schönen Frühlingswochenende. Ja. Kommt mit, wir fahren los. Ich war über die Schaf. Bitte? Aber diesmal ist der Weg trocken. Ja, aber hier kommt es auch durch den sandigen Boden. Da trocknet das schneller weg wie hinten am Rhein. Also am Mittelrhein. Na, guck mal da, die Wiese. Die, alles schon frisch grün. Jetzt weiß ich aber nicht, wo wir fahren müssen. Jetzt muss ich mal darum. Über der Roste. Ups. Wir sind jetzt am Randgebiet von Lottum. Kennt ihr Lottum? Im Sommer müsst ihr hier mal die Rosenroute fahren. Lottum ist bekannt als Rosenanbaugebiet. Ihr fahrt da wirklich rechts und links zwischen Rosenbüsche. Hier werden überwiegend Stammrosen gezüchtet. Und rechts und links haben wir hier auch mit einigen Stauden dazwischen einige Gärtnereien. Und im Sommer ist das das reinste Blütenmeer. Ich
Guck mal, ob ich nicht noch Fotos von letztem Jahr finde, wo wir hier waren. Dann blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Auf jeden Fall könnt ihr hier super Fahrrad fahren, picobello sauber und überall Tiere, Pferde, Ponys, Schweine. Hier. Schöner. Da hinten läuft, guck mal, irgendwie was Weißes mit langen Hälsen und zwei Beinen. Was ist das denn? Ist ein Kranich? Emu? Ist das ein Emu? Ich denke mal, das sind Emus. Das Graue sind Emus, ja. Und der hat ja hier Unmengen Ponys. Ein Kamel! Kamel mit einem Höcker. Das ist ein Dromedar, habe ich ja schon berichtigt. Das sind vierbeinige Kängurus. Das sind aber auch keine das sind aber keine Emus, oder? Oh, das ist ein Strauß. Ach, da sitzen ja noch mehr. Ach, hi. Die Ziegen sind ja schön. Hä? Wer war das? Ja, fliehen lassen. Schnucksi, komm mal her, du kleine Maus. Komm mal her, gib ein Porträt, komm mal dort näher. Da, Großendorf Lotum, da steht's. Oh, die machen die Straße neu, hier, mit den Bögen. Das ist schön. Richtiges Bilderbuchdorf. Ein Garten schöner als der nächste. Guck mal, kannst du bestimmt kaufen. Oder ist schon gekauft. Sieht nach Arbeit aus. Und nun der Kerk von Lotum. Guck mal, oh, das ist auch schön. Noch alles zu, noch alles im Winterschlaf. Der Burggraf. Das ist ein Schaugarten, ne? Ach, guck mal, das ist schon für mich die Liege. Du bist ja lustig. Du bist der Burner. Ein kleines Bambi. Fair. Ich habe gerade einen Kommentar auf Facebook bekommen, dass wir endlich mal arbeiten gehen sollten. Wir sollen mit YouTube aufhören. Wir sollten endlich richtig arbeiten, wenn wir Geld brauchen. Ja, fällt dir nichts mehr zu ein. Nee. Ich kann das Lachen nicht mehr lassen. Ne? Also von daher, an der Stelle sollte jemand meinen, dass wir das machen, weil wir keinen Butter auf dem Brot haben. Nee, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und arbeiten tue ich nebenbei auch noch. Und das macht mir auch noch Spaß. Und nicht nur nebenbei, ich arbeite Vollzeit. Aber das wisst ihr. Wir sind hier gerade an der Maas in Lotum.
an der Fahrradfähre, die jetzt noch ein bisschen Winterpause hat, gegenüber von Aachen. Aachen ist auch ein Trip wert. Da könnt ihr wunderschön auf dem Marktplatz sitzen. Aachen ist bekannt ja für seinen Schlosspark mit seinem ausgefallenen exotischen Bewuchs, mit seinem Rosarium, seinem Tropenhaus und verschiedenen anderen Sachen. Also und seinen Cafés. Aber jetzt ist hier alles noch ein bisschen im Winterschlaf. Was haben wir heute überhaupt? 9.3., ne? Genau. Und Frühling. Jetzt mach aus. Ready. Die Malerei auf die Fensterläden, ja. Die Gässchen, oh, ist das schön. Große Magnolie. Die Hyazinthen mit den Osterglocken. Ja, die haben uns die Kühe geklaut. Wenn ihr auf dem Stellplatz in Grubenforst seid, dann seid ihr gar nicht weit weg von Melderloh. Und hier gibt es das Freilichtmuseum der Locht. Ihr dürft auch hier auf dem Parkplatz mit eurem Wohnmobil parken. Hat man extra mal gefragt, aber im Moment ist hier noch Winterpause. Was hier das Schöne ist, hier gibt es ein super Bauerncafé drin und es gibt verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres, wo ihr dann hier gucken könnt, wie Korn gedrescht wird oder Webarbeiten. Also hier ist immer irgendeine Veranstaltung, der Eintrittspreis war auch recht human. Ich weiß ihn aber jetzt nicht mehr, wie gesagt, hat alles zu. Ist auf jeden Fall eine gute Adresse, wenn man hier mal was unternehmen möchte. Und wie gesagt, ich glaube, das sind circa 4-5 Kilometer vom Stellplatz aus, auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Revidiert, die haben doch auf. Wir haben zwar Winterpause, aber nur montags ist geschlossen. Alle anderen Tage sind hier offen. Von November bis März ist montags zu und ansonsten ist ganztägig offen. Ich war nämlich gerade drin. Eintritt kostet 11 Euro. Ich wollte euch die Info nicht vorenthalten. Und das Café-Restaurant hat auch geöffnet. Hier gibt es für 4,50 Euro Champignon-Cremesuppe mit Knoblauchbrot. Sah gut aus. Und jetzt muss ich weiterfahren. Ich habe nämlich Hunger. Nicht bei Horst, dann wären wir nämlich zu Hause. Das ist unser Nachbar. Jetzt sind wir in Horst. An der Maas in Limburg. In Nord-Limburg. Wir sind nämlich hier in Horst, in der Fußgängerzone, am Rathaus. Und hier gibt es nämlich einen Kibbeling-Stand und andere leckere Bäckereien oder ähnliche Sachen, wo du lecker essen kannst. Ein bisschen shoppen oder ein paar Einkäufe tätigen. Das ein oder andere alte Häuschen ist auch dabei, aber das Rathaus hat diesen typischen niederländischen Touch. Schön. Aber am schönsten ist Doggy. Das ist Doggy. Dieses kleine Hündchen, dieses verschmitzte Kerlchen, sagt, drück mal dieses Knöpfchen. Und da wir das Spiel mit dem und dann macht Doggy Pipi. Aber es reicht nicht bis zu Alfred, der kennt doch den Hund nämlich schon. Ich bin doch nur blöd. Ja, ich war ja auch beim letzten Mal das Opfer. So, und jetzt gehen wir deinen Kibbeling holen. Hast du deine Kamera wieder? Ich hole dir deinen Fisch. Ja, hol doch Zeit. Hast du schon wieder was gefunden? Wisst ihr, was wir gleich machen? Wir werden angrillen. Ich denke nicht, dass wir die ganze Zeit nur essen, erst Kibbeling und dann grillen, aber wir wollen nachher echt mit unseren Freunden grillen. Ist das erste Mal, das letzte Mal haben wir ja Silvester gegrillt. Da war der Grill um
nachts aus. Alfred kämpft mit Leckerbeck. Kibbeling war... Der ist lecker, der Beck. Bin ich mal gespannt. Der Kibbeling war ein bisschen teuer mit 12,50 für ein Portionchen auf der Hand. Eine Panade schmeckt schon mal, ne? Mhm. Okay, dann gehe ich jetzt Nachschub zum Grillen holen. So das. Hast du Hunger? Mhm. Ciabatta Rosinen. Hätte ich mal einkaufen. Die ganze Tüte voll. Was ist Alfred Grillen? Will grillen. Er braucht Fleisch. Ich bin platt. Ich habe 20 Minuten an der Kasse gestanden. Ja, geschlaucht. Mhm. Schlimmer als 20 Kilometer Fahrradfahren. Mhm. Ich habe einen kleinen neuen Rucksack. Fett ist happy. Ich habe hier so einen kleinen. Ja, kleiner Rucksack für kleine Frau. In jedes Geschäft gelaufen. In Bofinien. Auf dem Weg von der Physio zum Auto. Das ist mal für die Physio alles gut. Und der war auch noch fast 50% runtergesetzt. Aber ich bin gerade müde. Im Tiefpunkt. Guck dir die mal an. Die haben auf den ersten FC Köln Modell gestanden. Juppie! Cookie! Der sagt zu mir, du kannst mich mal. Du bist neugierig, ne? Das ist das Kastell von Horst. Ich weiß nur, dass du das mieten kannst für Events, Partys, Feiern. Aber ich habe gedacht, da kommst du ein bisschen rein. Kommst du gar nicht rein. Ne? Nö. Von der anderen Seite kann man vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Die zwei sind wieder da. Willkommen. Wer geht hier angeln? Ich habe gedacht, das wäre ein Angelteich. Das ist aber eine Pferdewiese, wo das Wasser steht. Das sieht aus wie ein Angelteich, weil hier das ist ein schöner Weg. In dieser romantischen Kulisse am großen Mühlenbach zwischen Horst und Grubenforst muss ich euch was gestehen. Sie liebt mich. Wer weiß noch, wo ich gerade wirklich sagen. Ich wollte gerade sagen, Alfred, ich liebe dich. Ich liebe meinen Mann. Und seitdem wir fahren, sind die Gefühle noch doller geworden. Oh wei, das liegt bestimmt an meiner Fahrkunst. Es schaukelt so schön. Oh. Genau, wenn die alten Knochen klappern. Ja. Die Bremsen quietschen. Die Bremsen quietschen, das Gebiss im Schnütchen schlappert oder so. Okay, genug des Blödsinn. Unsere... Soll ich mal rausnehmen? Nee, lass es drin. Komm, lass es drin. Nicht im Mühlenbach, das Gebiss waschen. Nee, in dem... Waschen. Sonst hast du nachher Brungezähn. So, da runter hier. Was ist das für blühendes Unkraut? Das sind Zwergnarzissen.
Da hinten sind Wassernarzissen. Osterglocken und ja, eine neue Art von Wasserpflanzen. Wir sind gerade in Filmaufnahmen geraten. Hier wird gerade ein Film zu Zeiten im Zweiten Weltkrieg gedreht und die haben gefragt, ob wir durchfahren können. Das ist ja schön. So eine Kuh möchte ich für den Garten haben. Oh. Daniel, guckst du gerade zu? Sag mal, du hast doch mal so früh Feierabend, ne? Kannst du ein bisschen Blech mitbringen und das zu Hause mal schnell schmeißen? Schnell, ja, nee, ist klar. Kannst du doch bei uns schmeißen, wenn du nicht zu Hause bist. Schmeißen, ja, schmeißen kann man. Über den Zaun schmeißen. Hier hängen auch wieder die schönen Lampen, so wie in Wiese Höwe Lieshütte. Die habe ich echt neuerdings immer umbenannt. Auftragsänderung, das ist viel besser. Ist in diesem Jahr. Ich wollte eigentlich auch diese, das ist deins, Erdbeere und unten drunter Samarena. Erdbeer-Joghurt und ich habe ein Softeis. Ich wollte eigentlich. Und dann mit dem Holzlöffel. Das tut mir die Zähne jetzt schon weh. Ich kann ja nicht mit dem Holzlöffel essen. Das ist, als wenn ich auf Kreide kaue. Die melkt. Strüpp, strapp, strull. Ja. Alles blüht. Fängt langsam an. Was hast du denn schon wieder gefunden? Neben dem Stellplatz ist ein Blaubeerhof. Klar, Blaubeeren sind noch nicht reif, also die haben noch nicht mal geblüht. Aber der hat einen Blaubeerautomaten, wo du jetzt eben Blaubeermarmelade, die ist ausverkauft, und verschiedene Säfte mit Blaubeeren gemischt oder reinen Blaubeersaft kaufen kannst. Also schöne Idee, ganz einfach zu handhaben, kannst du bar und mit EC zahlen. So eine nette Sache. Und direkt neben dem Stellplatz. Wenn ihr jetzt weiterfahrt, das nächste Gebäude, der nächste Bauernhof ist dann schon unser Stellplatz. Nachdem es den Blueberry Hill ja nicht mehr gibt, habe ich nämlich gehört von unserer Platzbetreiberin, dass die Pflanzen nach hier teilweise gekommen sind und jetzt hier dann eben vermarktet werden. Also die Blaubeeren. Selber pflücken wird er nicht machen, aber kaufen kann man sie. Die Legende der Weißen Dame. Du erzählst hier was von der Weißen Dame. Du hast noch nicht mehr erzählt, dass wir mit dem Rad unterwegs sind. Jetzt denken die alle, du zeigst mich morgens im Nachthemd. Dabei sind wir schon stundenlang mit dem Fahrrad unterwegs. Hi, wir sind... Der Quatschkopf. Wieso bin ich ein Quatschkopf? Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Heute Morgen haben wir uns von unseren Freunden verabschiedet noch. Und sind auch schon eine ganze Zeit aus, weil Hundi hat Aua in der Schulter. Die sind jetzt nach Hause. Sind wir jetzt mit dem Rad auf dem Weg nach Venlo und wollen noch eine Runde hier praktisch rund um Grubenforst drehen und haben hier gerade direkt hinter Grubenforst das ehemalige Schloss Grieben und auch Grieben genannt entdeckt. Also da ist nicht viel, aber du hast diesen Hügel noch und das ist, wenn du hier drauf zufährst, einfach. Ich bin mal wieder bei der Hobbits, ne? Ein bisschen was von Auwald. Auwald? Au, au,
Hobbit, wie hieß das nochmal, wo die Hobbits wohnt? Ach ja, das Dorf von dem Hobbits halt. Ne? Also von daher. Du fährst zwar hier an der Landstraße entlang, aber du hörst nur Vogelgezwitscher. Am Zug kommt mal ein Auto, das ist sowas von entspannt und Frühling, Frühling, Frühling. Ich kann es heute nicht oft genug wiederholen. So, fahren wir mal weiter, bevor da ist sie. Die weiße Dame. Die rote. Außerdem, ich bin die graue Zora. Ach so, gut. Die nennen mich auf der Arbeit immer die graue Zora. Dann hat sich das erledigt. Ja, also definitiv nicht die weiße Frau. Ich bin vielleicht weise, aber nicht weiß. Das dauert noch 10 Jahre. Und tschüss. Da ist Venlo, also die Altstadt. Zentrum mit der neuen Einkaufsmeile da hinten. Fahren wir mal bis zum Rathaus. Samstags ist ja hier dieser riesige Markt, was an den anderen Tagen Parkplatz, aber da kannst du hier über die Köpfe laufen. Ne? Ja. Aber auch jetzt ist schon alles voll. Die Geschäfte haben heute größtenteils auch auf. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen in die Altstadt. Ja, Kaffee trinken und dann die anderen 10.000 auch fliehen. Na, fahren wir mal rüber. Punkte 11. Ha, also wären wir eben Knotenpunkt 6 gefahren und dann 11 wären wir auch hier hingekommen, anstatt durch das Industriegebiet zu juckeln. Das wird irgendwie Neubaugebiet, also umgebaut, ehemalige Kaserne oder so. Jetzt sonntags auch. Heute ist Stoffmarkt. Heute ist mir schon wieder zu voll hier. Ja. Also hier kannst du über die Köpfe laufen. Alles steht in Deutsch. Venlo auf dem Sonntag ist eine schlechte Idee. Du kannst eher noch samstags fahren, wenn Markt ist. Wir versuchen uns da vorne ein bisschen durchzufriemeln, um links wieder aus dem Getümmel rauszukommen. Also fahren wir wieder in die Idylle der Landwirtschaft. Schöne alte Häuser, ne? Musst du nur in die Nebenstraßen fahren, anstatt in die Fußgängerzone. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Die fällt mir auf jeden Fall schon mal wieder besser. Ja, das sind aber fast nur Touristen gewesen. Das sind fast alles nur Deutsche, die da sonntags einkaufen und shoppen fahren. Du hast ja gesehen, in den Seitenstraßen war nichts los, wo die kleinen Geschäfte waren, nur wo die dicken Ketten waren. Fischtreppe. Können die Fische Treppenstein.
Barlow an der Maas. In Barlow gibt es auch einen schönen Camperplatz, den Wohnmobilstellplatz Heiderust. Der hat fast schon Campingplatzcharakter, ist aber nur für Fahrräder mit Zelt und für Wohnmobile Kastenwagen. Da steht ihr, letztes Jahr haben wir 17 Euro bezahlt die Nacht. Ich glaube, da war alles mit drin. Aber wie gesagt, da müssten wir noch mal nachgucken, da sind wir nicht. Von da aus könnt ihr dann auch hinten mit der Fähre übersetzen ins Klosterdorf-Style. Und dort ist durch den Ort versetzt ein historischer Rundgang und ihr könnt in historische Gebäude wie den Kräutergarten, die Wäscherei und Ähnliches reingucken und dort den Ursprung der Ziegelbrennerei erkunden. Kostet nichts, ein richtig schöner Rundgang. Es gibt auch einen kleinen botanischen Garten, mini-botanischer Garten und schöne Fietzcafés. Wir fahren weiter. Onkel Alfred langweilt sich schon wieder, weil Tante Betty wieder mit der Kamera unterwegs ist. Und mit dem Wetter haben wir richtig Glück. Heute sollte nämlich keine Sonne scheinen und wir haben bis jetzt nur schönes Wetter. Fahren wir mal weiter. Wenn ihr die Routen mal wissen wollt, schreibt es uns in den Kommentaren. Ich stelle euch gerne die Knotenpunkte zusammen. Haben wir wieder einen kleinen Knopfchen Stellplatz erwischt. Ja. Das ist der Eierpreis. Aber wir haben noch keine Preise von. Aber der sieht schon nicht schlecht aus. Ey. Da steht auch nicht dran, wie lange du bleiben musst. Kannst. Darfst. Willst. Möchtest. Ja, ich habe keinen Camperkontakt. Unsere Fahrradtour ist zu Ende. Der Stellplatz ist bis 14 Uhr zu verlassen. Wir haben ein Stündchen Nachschub bekommen. Wir sind nachher von der Maas die Greenport-Route gefahren, entlang riesiger Gewächshäuser. Da sah es kilometerlang immer gleich aus. Haben wir nichts mehr gefilmt. Und die Sonne ist ganz ehrlich auch gerade erst wieder rausgekommen. Von daher sind wir am Ende unseres Wochenendes. Unser Fazit, hier die Gegend rund um Grubenfors, Lotum, Sevenum, wie die kleinen Örtchen heißen, mit ihren Garten-, Bau-, wirtschaftlichen Themenrouten, sind Entspannung pur. Wir haben hier unterwegs noch diesen kleinen Stellplatz entdeckt, den wir demnächst mal anfahren wollen. In, ich weiß nicht wo, ich müsste es auf die Visitenkarte gucken. Von daher, hier ist wieder Entspannung pur angesagt gewesen. Das Wochenende war, abgesehen vom kranken Buddy, dem Hund von unseren Freunden, top. Wir sind mega entspannt. Unser Wohnmobil wird jetzt noch schnell fürs nächste Wochenende sauber gemacht von innen und dann geht's ab nach Hause. Wir sagen wieder Tschüss und Danke und ein Like für euch fürs Zuschauen. Vielleicht auch eins von euch für uns fürs Machen. Danke. Ciao. Ciao, ciao.